an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen wurde deutschlandweit am Volkstrauertag gedacht. Angelehnt an die Form der zentralen Gedenkstunde wurden in allen Bundesländern und den meisten Städten und Gemeinden ebenfalls Gedenkstunden mit Kranzniederlegungen durchgeführt. Auf dem Friedhof in Altdorf Burg Oerna richtete Hans Meyer, Mitglied der FBM, Freie Bürger Mitteldeutschland, seine Worte an die Anwesenden. Der Chor Klangfarben umrahmte die Kranzniederlegungen musikalisch. Musikalische Begleitung auf dem Hauptfriedhof der Stadt Hettstedt übernahm der Chor der Walzwerker. Liebet Gott noch in Gedanken und der Treue nicht vergiss. Bürgermeister Dirk Fuhlert sprach anschließend zu den Anwesenden. Auch heute versammeln wir uns, wie in jedem Jahr, anlässlich des Volkstrauertages, um gemeinsam derjenigen zu gedenken, die ihr Leben im Dienst unseres Landes gegeben haben und um jenen zu gedenken, die in Kriegen und Konflikten weltweit ihr Leben verloren haben. Der Volkstrauertag ist ein Tag des Innehaltens, des Gedenkens und der Besinnung auf die Schrecken des Krieges und die Notwendigkeit des Friedens. In einer Zeit, in der wir oft von Fortschritt und Wohlstand umgeben sind, neigen wir dazu, die Opfer und die Grausamkeiten von Kriegen zu vergessen. Der Volkstrauertag erinnert uns daran, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich sind, sondern erkämpft und verteidigt werden müssen. Er erinnert uns daran, dass Kriege und Konflikte unermessliches Leid und Verluste verursachen, sowohl unter den Soldaten als auch oder der Zivilbevölkerung. Verwaltung, Stadträte, Vertreter der Bürgerschützenkompanie, Kameraden der Feuerwehr und Bürger der Stadt legten ihre Kränze am Gedenkstein der Opfer des amerikanischen Bombenangriffs 1945 nieder.